Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sabine Quanta. Ich begrüße euch recht herzlich, wir können es schon lesen, eine Runde auf dem Sachsenring mit dem Micha, unser Dr. Neo. Das könnt ihr auch hinten lesen auf seinem Motorradanzug. Grüß dich, Micha. Genau, grüß dich, hallo. So, jetzt müssen wir mal ein paar Fragen durchgehen, weil so lang ist das Video nämlich gar nicht. Du hast es mal aufgenommen und hast es mir zur Verfügung gestellt und ich knall's halt natürlich auf unseren Kanal hoch. Was war denn nur so dein Topspeed? Topspeed liegt dort auf der Strecke so um die 270 bis 280 km/h. Das ist schon mal etwas. Was fährst du da für ein Motorrad? Das ist eine Yamaha R1 aus dem Baujahr 2010 mit 1000 Kubik und knapp 200 PS. Wow. Das heißt, wenn du da richtig am Gashebel ziehst, dann geht's auch vorne hoch. Da geht auf jeden Fall was vorwärts, ja. Okay. Wie oft fährst du so auf Rennstrecken? Also ich versuche so viel wie möglich, das heißt ungefähr so 3-4 Mal im Jahr. Okay, was kostet sowas? Unterschiedlich, je nach Rennstrecke. Also jetzt ein Tag auf dem Sachsenring zum Beispiel bei uns um die 200 Euro. Wie viele Runden fährst du denn so, wenn du so einen Tag denn da unterwegs bist? Da fährt man mehrere Turns. Ein Turn hat 20 Minuten und man fährt, ich glaube, 7 Turns am Tag. Wo warst du denn bis jetzt überall? Ich war in Most, also das ist in Tschechien. Ich war am Sachsenring. Das sind eigentlich die Strecken, wo ich am häufigsten bin. Prima. Ja, wenn ihr generell irgendwie noch Fragen an den Micha habt, dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare reinpacken. Und generell, wenn euch sowas interessiert, dann würdest du einfach mal öfters mal die Kamera mitnehmen. Oh, auf jeden Fall, gerne. Jo, prima. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und im Anschluss seht ihr jetzt noch gleich unser schönes Outro von Läuft bei uns TV. Auch da gibt es dann schöne Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut's drin. Ciao. Yo, ciao.